Hallihallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Ben von Let's Watch. Und ja, es geht jetzt mal ein bisschen weiter mit einer kleinen Runde Titanfall. Wir befinden uns in der Beta. Und wer vielleicht mein erstes kleines Intro-Video gesehen hat, weiß ungefähr, worauf er sich einlässt. Wir gucken uns das jetzt ein bisschen genauer an. Wie steht das mit den Loadouts der Piloten und der Titans? Persönliche Statistiken gut, die sind jetzt noch nicht so wichtig, aber wir gucken halt mal rein. Fangen wir mal mit den Pilots an. So, wir haben zurzeit den Rifleman, wie auch immer, also den, ja, von vornherein erstmal ausgestattet mit der Primärwaffe R101C Karabiner, der Anti-Titan-Waffe, den Archer Heavy Rocket Launcher. Und ab, der Hammond P2011. Okay, gut. Das ist halt die Sidearm-Waffe. So, der Assassin. Primäre Waffe, die Smart Pistol. Haben wir euch auch schon gezeigt, oder habe ich euch schon gezeigt. Also das Ding ist geil. Ja, kann ich nicht anders sagen. Das Ding ist richtig geil. Visiert sein Ziel selber an und Roms, Bombs, gib ihm. Ja. Und eine hübsche Sidewinder als Anti-Titan-Weapon, das ist auch gar nicht schlecht. So, die RE45 Autopistol. Alter Vater, was ist mit meinem Leben los im Kopf? Ja? Also ich habe ja heute das Deutsch nicht gefressen. Gut, wir werden auf jeden Fall dann gleich mal versuchen, den Assassin zu nehmen. Den konnten wir ja so jetzt noch nicht großartig spielen. Aber wir gucken hier auch noch. So. Der wird auf Level 3 geunlockt, der Artillerie. So, Tank. Einfach fett. Ach, ja. Am besten, wir gucken es uns an. Das ist schon echt sehr krass. Ich hatte eben gesehen, da gab es noch eine andere Klasse bei Pilots in CQB. Ach so, da muss man Level 2 sein. Gut, alles klar. Wir befinden uns in der Beta. Und ja, wir spielen jetzt die Beta. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das? A variety of game modes and maps from Titanfall. Last Titan Standing, Hardpoint, Attrition. Wir fangen einfach mal hier oben an mit Attrition und ratzen uns mal ins Game. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich war sowieso schon die ganze Zeit so wild auf dieses Spiel und wenn das jetzt noch so geil ist, wie ich mir das vorstelle, dann aber holla die Waldfee, würde ich sagen. Lalalalalala. Und so eine kleine Runde können wir ja mal spielen, um halt so einen kleinen Überblick zu bekommen. Ja, die Ladezeiten der Betas. Aber ich habe das Gefühl, ja, dass das hier um einiges schneller geht wie bei Battlefield 4 damals. So, wir nehmen den und dann. Nö, wir nehmen den Denk. So, das ist unsere Smart Pistol. Hat den coolen Vorteil, dass man seine Gegner automatisch anvisieren kann oder dass die ihre Ziele automatisch anvisieren. So, die Grunts, die ihr hier seht, das sind nichts anderes wie Bots. Also wenn hier steht, you have killed a Grunt, bla bla bla, dann haben wir einfach einen Bot um die Ecke gebracht. Ja. Also da würde ich mir nicht so viele Gedanken dann drüber machen, weil das ist alles gar nicht so krass. Ja, also die Bots, die sollen stinkendämlich sein. Oh, jetzt wurde ich aber über den Haufen geschossen hier. Ja, eine Killcam. So, weiter im Text. So, aber man sieht auch schon ganz gut. Der Baller. Man kann ja überall hin und hoch und du und da und blub. Ja. So, wo sind sie denn? Hier drüben. Ja, müsst auch mal gucken. Einmal nach oben.
So, wo ist er denn? Mein Titan ist ready. Ist mir egal. Erstmal mache ich den jetzt runter hier. So. Und jetzt holen wir ihn. Ja gut. Mit der braucht man das nicht anfangen. Gut, alles klar. Aber wie gesagt, mein Titan ist ready. Jetzt spawnen wir mal direkt dabei. Und da kommt er schon. App. Und Rinder. Auf der Wurst. Und jetzt hacken wir uns mal den Weg frei hier. So. Hier raus. Oh, ich habe auf meinen eigenen geschossen. Ja, das ist gut. Nein, ich bin hier hoch. Ah, schade. Es macht auf jeden Fall bösen Spaß, auch wenn man hier mal so eben... Ah, hier, das sieht aber auch ganz hübsch aus. Wenn man hier also öfter mal über den Haufen geschossen wird. Aber das ist egal. Das macht dieses Spiel schon so ein bisschen stylisch, würde ich sagen. Los hier weg. Na. Der kommt aber mit der Dicken an hier. Sackgesicht. Großes Blödes. So. Gibt's denn hier auch noch normale kleine Gegner? Bitte! Ich brauche mal so ein Paket. So. Ah, hier ist doch jetzt schon Party gleich. So, und das, wie gesagt, das meiste sind hier irgendwie alles Bots. Ja? Gut, das wird sich wahrscheinlich dann im Laufe der Beta auf jeden Fall erledigen. Nicht im Laufe der Beta, aber definitiv im Laufe der Zeit. Ja. Defeated. Nein. Das macht auch auf jeden Fall schon übelst Laune. Jetzt schon. Oh, ich bin Level 2 geworden. Jetzt habe ich theoretisch den QCB freigeschaltet. Theoretisch. CQB, Entschuldigung. Ich höre mich. Aber wir haben ja auch noch unseren Titan. Hier, jetzt kommt da der Gute. Fall mir nicht auf den Kopf. So. Nein! Das ist übrigens das Zeichen, dass man dann doch mal verloren hat. Man könnte hier jetzt sich quasi verpissen. Aber wir sind ja die Letzten, die hier abhauen. Ja, es ist hübsch gemacht, auf jeden Fall. Es macht viel, viel Laune. Alleine die Tatsache, dass man halt diesen kleinen Titan dabei hat. Da kann man schon mal so ein bisschen abschalten, würde ich mal sagen. Es ist halt, wie gesagt, noch in den Kinderschuhen. Wir haben halt die ganzen Bots noch dabei. Sobald die Beta durch ist. Und dieses Spiel erscheint im März. Ich glaube, da rocken richtig... Also, da wird das voll werden. Daher, holt euch so früh wie möglich. Ich habe schon so ein paar Angebote gesehen, wo es 20 Euro billiger ist wie normal. Ja, da sollte man sich echt schlau machen. Online.
Und ja, haut rein, haut rein. Kommt dazu. Ich will mal sehen, wie das hier so läuft, wenn mal keine Bots mehr da sind. Das war jetzt auch nur so eine kleine Runde, um es euch mal so ein bisschen zu veranschauen. Ja, zu veranschaulichen. Entschuldigung, zu veranschauen. Wie blöd sich das anhört. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ja, ich werde euch bestimmt noch ein oder zwei oder 12 Videos liefern innerhalb der Beta. Und hoffe, wir sehen uns wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.